Und Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield 4. Ja, wir spielen heute den Modus Gunbuster. Und, ja, für all diejenigen, die den Modus nicht kennen oder die nicht so viel Battlefield zocken, im Modus Gunbuster ist eine Reihe von, oder sind eine Reihe von Waffen angegeben, die in einer bestimmten Reihenfolge durchgespielt werden. So. Und ja, und ja, also die Reihenfolge ist durchgegeben und Aufgabe ist es, jede Waffe mit jeder Waffe zwei Gegner zu töten und dann kann man zur nächsten Waffe wechseln. Und das Spiel wird so lange getrieben, bis man schließlich bei der letzten Waffe angelangt ist. Und das ist in der Regel ein Messer und damit muss man messern. Und wer auch dieses nicht gemessert hat, der ist der Gunmaster in dieser Runde. So, und wir sind jetzt eben gerade einfach so mitten ins Spiel eingestiegen, deswegen überrascht, seid nicht überrascht, dass wir so weit unten stehen. Wobei es vermutlich auch später echt anders aussehen wird. Also ich habe keine Ahnung, wie weit wir kommen werden. Oh mein Gott, wie schlecht, oh mein Gott, wie schlecht, oh mein Gott, war das schlecht. Ich entschuldige mich für mein Liebsein. Für mein Liebigsein. Ah ja, ja, war das schlecht. Ja, das läuft jetzt schon seit 6 Minuten, das Spiel, und wir sind gerade mal seit einer Minute dort. Aber theoretisch ist noch ein bisschen was offen, also das höchste Level ist Level 17. Der größte ist jetzt hier bei Level 10. Also ein bisschen könnten wir schon noch was schaffen. Boah, krass, dass ich ihn erwischt habe. Das ist jetzt echt krass. Wow. Autsch. Ich glaube, hier benutzt man auch Sniper. Muss ich erstmal gehen. Ach, und das ist noch nicht mal Hardcore. Ich erst jetzt. Ich war davor die ganze Zeit auf einem Hardcore-Server, weil es irgendwie nur, nur Hardcore-Server gegeben hat. Ah, und da hocken sie. Da hocken sie alle. Jetzt muss ich erst wieder daran gewöhnen, dass man unten die Map sehen kann und sowas alles. So. Und auf geht's! Ja, ich muss mich kurz heilen. Ich werde niemals, so ein Noob und würde mich einfach hier hinstellen und warten, dass Gegner kommen oder sowas. Das mache ich nicht. Ich warte, ich möchte nur mich gerade ein bisschen heilen. Ich hoffe, das passiert nur langsam. Wird man überhaupt gehealt oder bleibt man so? Ich weiß, dass da noch ein Noob hielt. Ich laufe einfach los. Ja, das kann. Ach, ist ja langweilig. Ich kann mich einfach so. So hin. Oh, wirklich? Gehilfe? Da. Da ist noch einer. Oh Gott, ich kann gar nichts sehen, weil so. Weil die alle so am Sprayen sind. Da haben wirklich alle genau die gleiche Waffe wie ich. Eieieiei. So viel Gespräche, ja alles so durcheinander und alle fallen zu Boden wie die Ameisen im Dominofeld. Keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich nichts wissen, diese Quatsch. Oh. Alter, das. Ich versuche mit dem Teil was zu treffen aus der Entfernung. Das ist echt, also der Rückstoß ist schon ab. Ist hier krass, muss man schon sagen. Das sind wieder diese typischen Loops, die sich da hinstellen und. Was? Ach so, von da hinten. Okay, ich würde schon sagen, ey. Boah, das wäre es jetzt gewesen, wenn mich der eine Typ da unten platt gemacht hätte. Und wir schlagen uns so grottig. Es tut mir so furchtbar leid. Wir schlagen uns wirklich grottig. So. Leg dich niemals mit Delfinia. Oh, da ist gerade einer gespawnt. Ich ist nur zur Seite gekickt. Voll geschubst, richtig gemein. Ach was? Der ist ja richtig. Der ist ja hingefallen wie so ein hingefallen wie ein Sack Reis oder so. Oh Gott, was erschreckst du mich denn so? Was war das denn gerade? Was war das?
gesehen, das sah aus, als wäre da eine Leiche entlang geflogen. What the Henker? Was war das denn? Ja. Ey, die Diegel, ne? Ich sag's euch, die Diegel ist so krass. Das sollte eigentlich verboten werden, sie zu verwenden. Oder musste sie nerven oder so, aber Alter. Oh! Nerven? Wo? What the fuck? Wo kommt er denn jetzt her? Aber ich sag's euch, die Diegel ist viel zu krass. Die Diegel ist viel zu krass. Oh, da hat ihn voll weggesmischt. Aber sowas von richtig vermöbelt. Er wird gesprayt und er wird gesprayt. Ach, hilft sie als Kill. Gott sei Dank. Ich habe schon daran gemerkt, dass er sich dann kurz versteckt hat, dass ich ihn schon leicht angehittet habe. So. Was sagen wir? Oh! Ja. Ja! Yay! Cool. Alter, wenn da so viele Gegner auf einmal sind, dann ist es ein bisschen schwierig, da mit so einer Waffe was zu erreichen. Aber es ist krass, wie oft ich auf den Kopf gezielt habe. Beziehungsweise wie oft ich auf den Kopf schießen musste, bis er endlich umgefallen ist. Ja geil, 2 gegen 1, das ist gemein! Das ist gemein! Naja, einen habe ich wenigstens so sehr gedamaged, dass ich dafür noch seinen Kill bekommen habe. Was übrigens... Dieses Feature finde ich übrigens auch sehr lobenswert. Das war sehr gemein. Dass man wirklich auch belohnt wird, dass man zumindest ziemlich stark gehittet hat. Oh Gott, was war das denn? Oh nein. Ja! Alter, war das schlecht. Ich entschuldige mich für diese schlechte Runde. So. Oh. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Wow, von wo denn? Ach, verdammte Angst. Ja. Ja. Fieber. Ja, Level 17, 15. Nee. Das hole ich niemals im Leben auf. Niemals. Da müsste ich schon irgendwelche Cheats anschmeißen. Voll flitten geknallt. Entschuldigung. Aber ich müsste da echt schon Cheats oder sowas anschmeißen. Um dann noch was bewirken zu können. Das war gemein. Das ist so eine mit Salben. Muss ich achten. Ah, es bringt nichts, die von hier Platz zu machen. Da schaffe ich mir nur ein eigenes Grab. Halt mal. Juhu! Das war Glück, das war richtig Glück.
Das war pures Glück. Das war kein Können, das war pures Glück, dass ich ihn dann noch erwischt habe. Interessante Waffen, die ich sehe, so gut. Oh Gott. Ach so, das war. Ups. Ja, er wird zählt als Kill. Ja, ich bin gut gedamaged. Menschens. Plasma-Bombe. So, dann versuchen wir es mal nochmal. Also diesmal wieder eine Schnieper, eine schicke Sch ah, das. Oh Mist, der ist schon down. Baby, are you down, down, down? Ja, hoho, volle Kanne. Weggehauen. Das war mal ein schöner Headshot, ey, der war richtig schön. Also ich bin ja kein Mensch, der sich selber lobt und so, ne? Aber ich muss, aua, schon sagen, der war nicht schlecht. Der war definitiv nicht schlecht. So, jemand ist schon an Level 17 angekommen. Ich bin aus unserem Team immerhin. Dann gewinnt wenigstens unser Team. Auch wenn es eigentlich ein ziemlich egoistisches, ein ziemlich egoistischer Spielmodus ist, weil man sich auch niemanden aufstellen kann. Und das war's. Und wir sind Sechster. Yay! Ja, und es ist klar, dass der Suez die meisten Knives hat, denn er hat ja am Ende schließlich auch den siegreichen Knife gemacht. So. Sturmgewehre, Präzisionsgewehre, leichte MGs, Schrotflinten. Ja, Schrotflinten verwende ich eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist auch ein ziemlich praktisch an dem Modus, dass man eben ziemlich viele Aufsätze und sowas freischalten kann von Waffen, die man eigentlich eher weniger oft benutzt. So, und ja, dann würde ich sagen, ich mache hier an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns gleich oder beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Runde wieder, wenn es mit dem Gunmaster weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, also dann bis in der nächsten Aufnahme. Und welche Map spielen wir in der nächsten? Na, welche Map wird es sein? Welche Map wird es sein? Welche Map wird es sein? Also es wird mich auf jeden Fall, oh Gott, viel auf die Übertragung. Es wird mich auf jeden Fall interessieren, was ihr so von Gunmaster und sowas haltet, ob ihr so eine Runde Battlefield zwischendrin mal als Let's Play ganz gut finden würdet. Und wenn dem so ist, schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder bei fehlerhaften Übertragungen mit dem Modus Waffenmeister. Also bis dahin, sehen wir uns dann. Okay, cheerio!